Guten Tag. Ja, moinsen. Herzlich willkommen. Datenschau, Ausgabe Nummer 11. Philipp Banse bin ich. Das ist der Rest vom Fest. Annalena Schiller links und Lorenz Mazart rechts. Annalena trinkt Wein. Was trinkst du für einen Wein? Rosé aus, Spanien. Und, schmeckt's? Sehr lecker. Du hast dich vom Fußball losgeeist. Oder guckst du? Du guckst immer mit dem rechten Auge, guckst auf den Fußball, mit links guckst du zu uns rüber, ne? Richtig, seit einer Minute läuft Second Screen Fußball, First Screen Datenschau. 0-0? Jo. Ja, ich bin ja immer noch ein Schockstarre von gestern. Aber ach, das war ein schneller Tod, das fand ich ganz okay. Das war nach 20 Minuten klar, wohin die Reise geht und dann habe ich ausgemacht. Das war ein Schlachtfest. Mach doch eine Fußballschau, ja? Wie wär's denn dafür, wenn wir mal über Daten reden? Das ist ja deswegen unsere Millionen Zuschauer auch gekommen und eingeschaltet haben. Das ist auch immer hier ein bisschen, weißt du, es muss auch ein bisschen so links und rechts vom Pfad, ein bisschen ja, aber Unterhaltung. Ist hier zu viel links und rechts? Nein, Fußball, meine Güte. Okay. Ja, also ich sag noch mal kurz für diejenigen, die sich jetzt hier neu eingeschaltet haben, nach der großen Werbekampagne, die wir in den letzten Wochen gefahren haben. Es gibt hier an dieser Stelle relativ unregelmäßig diese Schau mit normalerweise noch Markus Bösch, den haben wir jetzt nicht dabei. Wo steckt Markus? Der ist verschollen, würde ich sagen. Also. Der hat nicht geantwortet auf gar nichts. Ne? Keine Mail, kein gar nichts. Ja, vielleicht ist der Erfolg durch seinen erfolgreichen Launch seines iPad-Spiels ihm zu Kopf gestiegen und er ist seit Wochen auf irgendeinem Partytrip oder so. Was ist das für ein Spiel? Müssen wir mal kurz pluggen. Ich meine, jetzt, wo Markus Tochter über 18 ist, hat er ja auch wieder, kann er ja auch wieder los, ne? Ja, Markus und Co. haben noch diese Firma Good Evil Games, glaube ich, heißen, nicht wahr? Ja. The Good Evil heißen die, glaube ich. The Good Evil, genau. Ja. Und die haben doch dieses Spiel namens Squirrel und Bär gemacht, für das ich jetzt schamlos Werbung mache. Fürs iPad so ein Sprachlernspiel für Kinder, für Vorschulkinder, glaube ich. Ja, oder so. Wir können das hier mal zeigen, glaube ich. Ne? Ja, da ist es. Genau. Hat 16 Bewertungen und alle sind toll. Jetzt fragst du natürlich, wie viele davon gekauft sind oder von Friends and Family. Aber sowas würde Markus nie machen. Der würde nie Bewertungen kaufen. Nein. Das hätten wir natürlich ihn fragen können, können wir jetzt aber gerade nicht. Deswegen, genau, statt Markus präsentieren wir halt sein Spiel, weswegen er wahrscheinlich gerade, vielleicht ist er von Apple eingekauft worden, oder wer weiß. Ne? Und wisst ihr, worum es da geht? Du kannst Englisch lernen als Kind, ne? Also das ist das Witz, okay. Grundschulkinder, Kita-Kinder, glaube ich. Okay. Für die Helikoptereltern, wie man so schön sagt. Und das kostet wie viel? 3,59 Euro. Genau. So. Also sprich, für die bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe ihn ja, den Markus Bösch habe ich ja neulich auf der Didakta getroffen, auf der Bildungsmesse in Stuttgart. Ach. Und da hatte der sich vom Stand des Verfassungsschutzes eine geile Tasche besorgt. So eine Tragetasche. Stand drauf, Bundesverfassungsschutz. Und du hast sie nicht bekommen? Ich habe es verpennt am Ende. Ich hatte so fest vor, da zum Stand zu gehen. Und Andrea, meine Frau, meinte auch, bist du noch zu retten? Wie kannst du das vergessen? Der Bundesverfassungsschutz verteilt Jute-Tüten? Jute würde ich, war es nicht. Ich glaube, es war sowas wie Baumwolle. Leinen glaube ich auch nicht, aber ich denke so eine Baumwolle. Aber es war so eine ganz schnöde Quadrat, also so eine Tasche mit so einem Henkel dran und drauf, also war blau und drauf gedruckt war Bundesverfassungsschutz, so wir Sicherheit, Ordnung und Freiheit. Wenn Sie was Auffälliges sehen, rufen Sie uns an. So, ne? Genau. Wahrscheinlich. Wir tüten Sie ein. Irgendwie sowas, ne? Wir tüten Sie ein, ja, sehr gut. Ja, genau. Wir hatten uns so ein bisschen so eine grobe Themenliste gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben mental Präpublika, so einen kleinen Ausblick auf die Republika, die am Dienstag beginnt. Dann wie immer ein paar nette Datenvisualisierungen, die so zuletzt rumgereicht wurden. Dann wollte ich eigentlich noch Lorenz dazu bewegen, sein aktuelles Startup mal zu präsentieren, aber das dauert noch ein paar Jahre. Das dauert noch ein paar Jahre. Nett.
Und die Premiere ist auch, dass wir heute eigentlich mal kurz machen wollten, aus verschiedenen Gründen. All die, weil Annalena muss die zweite Halbzeit rumgehen. Okay, okay, ich sehe schon. Also das mache ich vom Ergebnis der ersten Halbzeit abhängig. Okay. Ah, okay. Okay, also ihr wollt auf die Tube drücken. Dann los, dann mal los. Womit wollen wir anfangen? Mit den Visualisierungen der letzten Zeit. Da war ja zum einen deine ehemaligen Kollegen von Open Data City, die ein bisschen was gemacht haben. Genau, die haben diese Vorratsdatengeschichte, die wir 2011 gemacht hatten mit den Daten von Malte Spitz, nochmal aufgelegt, wenn man so will, für einen Schweizer Parlamentarier. Ich zeige das hier gerade mal. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, der ist ein Nationalrat, der hat auch seine Verbindungs Daten, die mitgeschnitten werden von seinem Telefonanbieter, wohl erhalten oder herausgeklagt. Ich weiß es im Detail gar nicht, bin da nicht so involviert gewesen oder gar nicht eigentlich. Ich habe es mir natürlich angeguckt. Sind zwei Sachen, sind anders gegenüber dem Ding von Malte Spitz oder sagen wir mal drei. Zum einen werden die Funkmasten nicht gezeigt. Das ist sozusagen, was so auf der Karte nicht passiert. Ihr erinnert euch vielleicht bei dem Ding bei Zeit Online, siehst du immer noch, mit welchen Funkmasten das Telefon verbunden ist, nicht wahr? Was die Karte so ein bisschen lebendiger gemacht hat. Was ich gelungen finde, ist rechts diese, du siehst, wenn du oben kannst, gibst du drei Reiter. Wenn du auf die Liste gehst, siehst du sozusagen diese einzelnen Sachen, die er eigentlich über den Tag hinweg macht, ob er einen Tweet sendet oder eine Mail, einen Facebook-Post macht. Ja. Dann gibt es diesen Kalender, das war in der Form auch ähnlich zu dem Ding mit Malte Spitz, also dass du siehst, wann war er noch in dieser Region. Und was eigentlich neu ist, was es bei Malte Spitz damals nicht gab, ist rechts der Netzwerk-Tab. Also du kannst sozusagen siehst so ein bisschen seinen E-Mail-Verkehr. Das hat eigentlich mit dem Telefon jetzt nichts zu tun, sondern eher mit Vorratsdaten hinsichtlich vom E-Mail-Verkehr. Und hier wird geclustert, wenn du so willst, siehst du verschiedene soziale Zirkel von ihm. Ja, in der Mitte sind eben vor allem Parlamentarier, dann rechts, unten links sind so aus seinem grünen Parteiumfeld, rechts eben Leute, die eher aus so NGO-Zusammenhängen stammen, dann ganz oben rechts, der gelbe große Punkt ist seine Partnerin, mit der er offenbar auch eben viel mailt. Und was du eben siehst, ist, warum das so, sagen wir mal, Cluster, so Klumpen bildet, ist, dass diese Leute untereinander kommunizieren, beziehungsweise eben in E-Mail-Verteilern mit drin sind, ne? In so CC-Dingern. Und darüber hinaus kannst du eben ganz gut sein persönliches Umfeld erkennen, ne? Also in was für sozialen Gruppen oder Zusammenhängen er sich bewegt. Und du hast schon ein bisschen erwähnt, was ist so grundsätzlich anders gewesen im Vergleich zu dem, was ihr mit Malte Spitz Vorratsdaten gemacht habt? Also wie gesagt, jetzt zum Schluss dieses E-Mail-Ding, das ist jetzt nicht, ist natürlich enthalten, wenn du die Vorratsdaten eines Telefons auch mitschneidest, zumindest eines Mobiltelefons. Ja, und so ein bisschen die Darreichungsform und vielleicht was natürlich besonders ist, das Ding ist unter einer freien Lizenz, also einer CC BY-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, jeder kann das verwenden, also einbetten. Und es ist, glaube ich, von mehreren Schweizer Zeitungen so mit herausgebracht worden oder Online-Portalen, die das alle einbetten und verwenden und dazu Geschichten und Hintergründe geschrieben haben. Und was war für euch jetzt nochmal, ich meine, wir sind ja alle jetzt so drin in dem Thema, aber was war für euch jetzt hier nochmal so der Erkenntnisgewinn, Annalena? Hast du dir das auch mal angesehen? Nee, das sehe ich jetzt das erste Mal. So, Lorenz? Also für mich gab es keinen Erkenntnisgewinn, weil ich das alles schon kannte, ja. Auch dieses, also aus anderen Zusammenhängen. Ich glaube, für die Schweiz war das jetzt wichtig, dass das da nochmal aufs Tablett kommt, weil das da, glaube ich, gerade großes Thema ist. Die Diskussion findet da, glaube ich, mit einem anderen zeitlichen oder mit einem Verzug statt, aus innenpolitischen Gründen. Und da war das jetzt eher, glaube ich, für die Debatte ein wichtiger Beitrag, das sozusagen so ein Remake zu machen.
den mit diesem regionalen Bezug, mit diesem Beispiel. Ah ja, stimmt, das ist immer ganz wichtig, ne? Dass man so regionalen Bezug hat in diese betreffende Region, in der das dann irgendwie mal debattiert werden soll. Ist das denn in Deutschland tot, glaubt ihr? Nicht, solange die Politiker nicht tot sind, die das andauernd im Mund führen. Ne? Na gut. Gut, was gibt's noch? Mir ist noch aufgefallen, da habe ich auch so ein bisschen ganz, ganz, ganz am Rand dran mitgewirkt, diese NetWars Web-Doku von Arte. Habt ihr die mal in Augenschein nehmen können? Ja. Was hältst du davon? Magst du mal den Link posten und dass ich den hier reinmachen kann und du sagst mal was dazu? Weiß nicht, vielleicht hat Annalena es auch gesehen. Ich habe vorhin leider schon erwähnt, dass ich kaum Zeit hatte, überhaupt irgendwas zu machen, außer Arbeit. Ach, Arbeit. Ja, Arbeit. Also NetWars, also wenn jetzt Markus da wäre, wir vermissen ihn ja stark, der hatte, glaube ich, in dem Ding auch wegen anderen Sachen einen eher ketzerischen Artikel darüber geschrieben, dass er eigentlich überhaupt keine Zeit hat, sich das alles anzugucken, weil das so viel Zeit verlangt. Er findet das schon irgendwie toll, aber er fragt sich so, wer hat eigentlich die Muße bzw. die Zeit, sich hier wirklich 10, 15 Minuten mal eben darauf einzulassen? Jetzt verkürzt wiedergegeben. Und also was mir sehr gut gefallen hat, ist der Schauspieler, der da so spricht. Ja. Der ist wirklich prägnant. Der, sagen wir mal, ich habe mir, glaube ich, 2 Episoden angeguckt. Ja. Ich bin ja skeptisch immer, was diese, ich nenne es ja Pseudo-Interaktiv- oder Interpassivität angeht. Also man könnte aus dem Ding meiner Meinung nach auch einfach einen Film machen, ja. Ich weiß jetzt, also was jetzt der Mehrwert daran ist, dass ich da manchmal klicken kann oder ja, so. Ja, das ist ehrlich gesagt auch so der Punkt, der mich so. Also das Wohlwollen bei mir kommt so ein bisschen noch daher, dass ich denke, ja, okay, sie experimentieren und das ist auch okay, sie probieren ein bisschen was aus, es ist gut produziert, der Schauspieler ist gut, aber ich habe dann auch echt Orientierungsprobleme gehabt, ich habe da nicht so richtig verstanden, hier unten in dieser Leiste, wo soll ich da hin, dann, was kann ich da anklicken, wann hört das auf, also die ganze Navigation in dem Ding war mir schon zu komplex, ehrlich gesagt. Die Diskussion hatten wir ja schon häufiger, ja. Dass es Anwendungen gibt, die diese Pseudo-Interaktion haben und was bringt das eigentlich? Glaubt ihr, dass dieses Ausprobieren von Formaten und von Möglichkeiten tatsächlich der richtige Weg ist oder sollte man sich noch mehr anstrengen, dass man tatsächlich mal noch Neues entwickelt, abseits von dem, was eh schon probiert wird? Naja, gut, ich meine, für mich ist eher so die Frage, ist das so ein bisschen diese Photoshop-Zeit, weißt du, als Photoshop rauskam, alle irgendwie, hey, fett, 3 Überschriften, wir können das Bild morphen, 8 Farben, alles 3D, so. Und das ist dann am Ende wieder ein bisschen auf normal Null zurückgeschrumpft und heute nutzt man das irgendwie so ein bisschen anders. Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Lorenz ist gerade aufgestanden und man schaut in seinen Alter Ego an der Wand. Das ist auch ein geiles Profilbild. Das ist ziemlich gut. da bin ich so mal so ein bisschen am Schwanken. Also dazu gehört natürlich selbst, also um sozusagen dann auf diesen normalen Status quo zu kommen, sagen wir mal Photoshop heute, musst du natürlich vorher rumexperimentiert haben und ganz viel Kram gemacht haben, der irgendwie aus heutiger Sicht totaler Nonsens ist. Das gehört einfach dazu. Und ich finde, ich suche dann immer bei diesen Sachen nicht, sozusagen bei diesen Webdokus nicht, erwarte ich nicht, dass das Ding super aus einem Guss und alles perfekt, sondern ich suche dann immer so nach kleinen Sachen, die gut funktionieren. So, und Ich glaube, dass ja auch, dass genau das notwendig ist, um tatsächlich weiterzukommen, dass man sich in kleinen Schritten vorwärts bewegt, anstatt jetzt die großen Revolutionen anzuzetteln. Wollen wir mal schauen auf diese Flugdatenvisualisierung aus dem März in der Berliner Morgenpost von dem Julius Tröger? Ja, also wenn es jetzt zu diesen NetWars-Geschichten nichts mehr zu sagen gibt, Lorenz, willst du zu denen noch was sagen, zu diesen NetWars-Sachen?
Dann können wir gerne weiter. Ich war jetzt mal kurz weg, ich musste kurz was erledigen. Ich habe gar nicht gehört, was Sie gesagt haben. Nein, wir haben gesagt, experimentieren ist schon irgendwie sinnvoll, auch links und rechts des Pfades. Und ich sag, weil ich erwarte von diesen Sachen jetzt gar nicht, dass sie von vorne bis hinten perfekt sind. Aber ich suche dann immer so nach einzelnen kleinen Sachen, die irgendwie gut sind und die man dann weiterverwenden kann. Hast du da was gefunden bei NetWars, was irgendwie so punktuell funktioniert? Na, ich fand so, also hast du ja auch schon gesagt, ich finde dieser Punkt des Production Value, nennt man das, also wie gut das wirklich produziert ist, das fand ich sehr bemerkenswert. Es war wirklich einfach gut gemacht, technisch auf jeden Fall, vom Stil, auch optisch fand ich es gut. Ja. Ich fand sowas wie dieser, das fand ich schon ein cooler Wink mit dem Soundfall, dass du dir, glaube ich, in der ersten Sache wirst du aufgefordert, irgendwas zu klicken und dann lädt irgendwas runter, ja. Ja, so Drive-by-Download-mäßig, ne? Genau, und so, das fand ich schon stimmt, schick. Stimmt. Was mich überrascht hat gestern habe ich einen Tweet gelesen, da hatte ich dann auch nachgefragt, aber keine Antwort bekommen, dass das Ganze insgesamt nur 60.000 Nutzer gehabt hätte, also Unique Visitors in 2 Wochen. Was ich, wenn das stimmt, für wenig halte angesichts der Medienpartner, ne? Heise, Arte, Futur und so weiter. Ne? Also wenn das nur so viel war, dann ist es sozusagen vom Aufwand her und der Reichweite natürlich ein bisschen schwach, wo sich eben fragt, lohnt sich, also aus welchem Grund lohnt sich das jetzt für einen Verlag oder ein Medienhaus, sowas zu produzieren? Ne? Also was kann da der Grund sein? Also ich zahle ja nichts für, ich kriege das ja umsonst. Vielleicht ein bisschen über öffentlich-rechtliche Gelder bei Arte, aber Heise, warum? Ja, ich glaube, also die Reichweite, also diesen Impact so, den darf man auch nicht überschätzen, glaube ich, also von solchen Portalen. Und nur, dass die das featuren, würde mich auch mal interessieren. Also ich werde mich mit dem demnächst mal treffen und mal ein bisschen fragen, was das so gebracht hat. Was sind denn Vergleichsgrößen? Jetzt steht die 60.000 so im Raum. Was ist denn normal? 60.000 in welchem Zeitraum? In 2 Wochen. Also das heißt pro Tag ungefähr 2.000 Leute. Ne? Das finde ich... also jetzt mal, ich glaube, Spiegel Online hat im Monat 130 Millionen Klicks. Also Visitor. Visitor? Uniques. Wenn ich mich nicht... Ja. Also klar, also das ist sozusagen mit eins der reichweitenstärksten Dinger in Deutschland. Mhm. Also wenn das Teil jetzt auf Spiegel Online gelaufen wäre, hätte es wahrscheinlich locker eine sechsstellige Zahl bekommen, einfach durch eben diese, aber genau, also kann man jetzt... Wobei ich ja tatsächlich spannender finde, diese Diskussion hatten wir ja schon, geht es darum, Unique Visitors, dass die einfach nur sehen, aha, es ist da, oder kann man nicht mal anfangen, die Interaktion zu messen, denn der Erfolg einer guten Visualisierung besteht ja einer guten interaktiven Visualisierung besteht ja letzten Endes darin, dass die Leute mit diesem Medium interagieren und es nicht nur anschauen und besuchen. Ja, also was ich so von Arte gehört habe, sind die dabei. Also was ich schon mal erstmal ganz interessant fand, so was ich da von Arte gehört habe, war, dass denen ein Unique Visitor um ein Vielfaches mehr wert ist als ein Zuschauer im Fernsehen. Aha. Und warum haben Sie das gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Also das habe ich jetzt nur so gehört, dass das so ist. Also für die interne Verkaufe und die interne Bewertung und so ist denen ein Netzbesucher mehr wert als jetzt ein Typ, der oder eine Frau, die halt vor der Glotze hängt und das Ding zuguckt. So, das hat intern mehr Gewicht. So. Philipp, du hast den Auftrag, das rauszufinden. Du willst dich noch mit denen unterhalten, ja, oder? Genau, das mache ich mal. Dann berichtest du beim nächsten Mal. Mache ich. Drück mal jetzt ein bisschen auf die Tube, weil wir wollen ja... Wie steht es denn im Fußball, Annalena? Ja, genau. 0-0. Okay. Also, ja, Chelsea. Ich meine, 16. Die Mauern, da fällt eh kein Chelsea. Tor. Ganz vergessen. 17. Minute. Du hast doch vorhin einen Link reingeworfen, dieses Ding mit den Flughuten. Möchtest du dazu was sagen? Ja, genau. Gib richtig, mir mal eine richtig. URL. Also, URL, da ist sie. Ich habe sie, soll ich sie nochmal posten bei uns im Skype-Chat? Da ist sie. Bitteschön. Und ich packe sie auch gleich in den Chat. Ja. Es geht übrigens bei einigen Leuten das Video nicht, auch nach Browserwechsel nicht. Ob das hier bei mir auf meinem Kontrollmonitor läuft. Bei mir funktioniert es auch, bei anderen Leuten auch. Ja, also wenn die das mit Flash gucken,
wie gesagt, dann bei Flash, weiß ich nicht, dafür kann ich irgendwie keine Garantie mehr übernehmen. Okay, für Flash keine Garantie. So. Und Philipp, bevor wir anfangen, das passt vielleicht thematisch auch ganz gut zu den Flugrouten. Es wurde gefragt, ob du eine Schwimmweste anhast heute. Ja, das ist lustig. Das, ne? Das hat der Lords auch schon gefragt. Nee, das ist meine neue Weste. Also die habe ich mir im Sommerschlussverkauf gekauft. So, mit so einem kleinen Lacoste-Krokodil, ne? Ja, genau. Wahnsinn. Gab's. Ist das ein rosa Hemd, das du anhast? Darf ich das nochmal fragen? Okay. Mal ein bisschen Fashion-Show hier. Gut, also Flugrouten über Berlin. Ich habe heute ein kleines Gespräch. Also Video geht, da müsst ihr mal ein bisschen rumfrickeln. Zur Not müsst ihr irgendwie, keine Ahnung, mit diesem HTML5-Ding, das funktioniert auf dem Apple auch im Desktop Safari. Da kriegt ihr das dann auch hin. So, weiter, Flugrouten. Ja. Flugrouten, genau. Ich habe heute mit der werten Kollegin Silke Grunwald aus der Schweiz geredet, in Zürich. Und vielleicht hier schon mal eine kleine Ankündigung, da reden wir ja gleich noch drüber. Der Lorenz, die Silke, ich und Jan Schwoche von Golden Section Graphics werden auf der Republika auf einem kleinen Panel reden und darüber sprechen, wie frei Datenvisualisierung sein darf. Und wir kamen in diesem Gespräch, Silke und ich, auch noch darauf zu sprechen, wie man denn zum Beispiel über Audio auch Daten vermitteln kann. Aha. Und wir haben uns erinnert an diese Visualisierung von dem Julius Tröger, der ja schon viel für die Morgenpost gemacht hat, über Flugrouten. Und da ist tatsächlich auch mal Audio mit drin. Das können wir heute leider nicht hören. Es gibt dafür übrigens einen Begriff, den kannte ich auch nicht. Ja. Sonifikation. Sonifikation. Oh, der wird in dem, ich war mal auf irgendeiner Tagung zum von Thema Sohn. Eben Datenakustisierung, wenn du so willst. Ja. Und da ging es darum. Und das ich versuche jetzt mal nebenher was raus zu recherchieren. Da gab es nämlich ein, zwei richtig spannende Dinge, die. Ja, ausgerechnet heute haben wir irgendwie, kann ich hier leider, glaube ich, kein Audio euch anbieten. Gut, dann finde ich das zur nächsten Datenschau mal raus. Genau. Okay. Aber sag doch nochmal was zu diesen Flugrouten, die wir da sehen, Annalena. Genau, also da geht es hauptsächlich darum, in dieser ganzen Diskussion um den Neubau des Flughafens Schönefeld, Berlin-Brandenburg, wo denn die Flugrouten langgehen sollen, über welche Bezirke. Und dann haben sie nochmal aufbereitet, wie Flugzeuge eigentlich starten. Die Lärmbelästigung erfolgt ja nicht, wenn die Flugzeuge noch 5000 Meter über der Stadt sind, sondern tatsächlich, wenn sie runtergehen oder wenn sie hochgehen, das heißt in einem Radius von ein paar Kilometern. Und herausgekommen ist, dass tatsächlich extrem viele Flugzeuge abkürzen. Die müssen eine Weile geradeaus fliegen und dürfen erst dann abbiegen. Und in Berlin und bestimmt auch in anderen Städten ist das so, dass aus diversen Gründen die Flugzeuge früher abbiegen und somit tatsächlich Bezirke Lärmbelästigung haben, die das eigentlich gar nicht ertragen sollten. Und das visualisiert diese Datenvisualisierung. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch sehr interessant. Diese roten Linien sind sozusagen die, die nicht geflogen hätten werden dürfen? Oder missverstehe ich das? Lass mich nochmal reinschauen, ich bin noch im Still. Also es gibt ja manchmal so grüne Hilfslinien, von denen ich jetzt mal ausgegangen wäre, das wäre sozusagen die erlaubte Flugroute gewesen. Ja, genau. Und die roten sind die zu früh abbiegen. Richtig. Wow. Und dann kann man sich anschauen, wo wohne ich eigentlich und bin ich davon betroffen? Das ist das Gleiche, was wir eben in der Schweiz hatten. Was diese, wenn man mit Maps arbeitet, dass tatsächlich, wenn man selbst betroffen ist, dass man nachschauen kann, ob man selbst damit irgendwie drinsteckt, ein extrem wichtiger Faktor für die Relevanz einer Datenvisualisierung ist. Und das finde ich tatsächlich schön aufbereitet, denn ich kann da so reinzoomen, wohne ich in Wittenau, wie oft fliegen da Flieger über mich drüber, bin ich eigentlich betroffen, und das ist sehr schön gelöst. Das mache ich doch hier auch gleich bei mir. Kann ich da irgendwo meine Adresse eingeben? Weil ich bin ja auch in so einer Einflugschneise hier. Ja, also ich finde, diese Geschichte mit den Flugrouten neben der anderen, die ich gleich auch noch zeigen will, finde ich so, das ist so eine der besten Dinge, die ich in Deutschland dieses Jahr auf jeden Fall bislang gesehen habe. Was mich daran oder was mich freut daran ist, dass es eigentlich ein perfektes Beispiel ist für Datenjournalismus. Es basiert letztlich auf einer Geschichte, die letztes Jahr gemacht haben. Die haben ja schon sich mit Flugrouten befasst. Und ich finde es ein sehr interessantes Format. Sie nennen das, glaube ich, Talkie. Aha. Warte mal. Und es gibt dazu ein Making-of, das macht Julius Tröger, der das mit anderen Leuten zusammen gebaut hat. Eigentlich immer, dass er so ein
Tutorial, so also erzählt, wie sie es gemacht haben. Da habe ich den Link gerade mal reingemacht. Und ich finde die Kombination, du kannst dich sozusagen durchbegleiten lassen, ist wie so ein, eben wie so ein bisschen so ein Film. Es hat aber interaktive Elemente, was Philipp eben fragte, zum Schluss werde ich aufgefordert, eben, du kannst jetzt hier selber dein rausfinden, ob du betroffen bist. Ja, ja, das habe ich, das habe ich ja gerade mal gemacht. Also ich habe jetzt mal meine Postleitzahl eingegeben und da sieht man hier sozusagen den Pinökel. Ja. Kann ich jetzt nicht unterschieben, warte. Das ist wieder Nullen hier. Also da sieht man den blauen Pinökel, da hocke ich jetzt. Und wenn ich dann Play mache, dann sieht man sozusagen alle relevanten Sachen um mich herum. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich interessant. In verschiedenen Ansichten, in verschiedenen Zoom-Stufen sehe ich, okay, ja, die fliegen so nicht über mir, aber an mir vorbei, aber machen dann doch irgendwann recht schnell die Biege, obwohl sie es nicht dürfen. Ja, ich glaube, ein Ding geht auch um die Leerflüge. Ne? Das ist auch vielen Leuten nicht bekannt, dass zwischen Tegel und Schönefeld ein Haufen Flugzeuge pro Tag leer fliegen, ne? Die überführt werden. Ah, okay. So. Nee, aber das ist, finde ich, auch deutlich eine der überzeugenderen Visualisierungen. Also es hatte sozusagen wirklich einen Mehrwert. Ja, es ist jetzt nicht nur so Datenporno oder ne, sondern es ist wirklich... Wollen wir mal mit dem Julius reden irgendwann? Da hätte ich Lust drauf. Das finde ich gut, ja. Laden wir mal ein. Da macht er bestimmt gerne mit. Der ist auch in Berlin, denke ich. Dann können wir Ich glaube, so. Der haut ja bei der Berliner Morgenpost. Den macht ihr mal klar, ja? Ja. Okay. Also hier im Chat kommt noch die Frage, ob wir Flightradar 24 kennen. Ja, kennen wir. Kennen wir. Was halten wir davon? Es gibt mehrere so Plattformen. Also wir haben ja vor ein paar Jahren auch schon mal so ein Ding gemacht für die Taz. Das war natürlich eine Inspiration dafür, ne? Oder beziehungsweise so eine Idee. Oder ich habe mich schon öfters mit befasst, auch um die Daten zu sammeln. Die sind nicht vollständig. Ich glaube zum Beispiel, hier Julius und Co., die das gemacht haben für die Berliner Morgenpost, haben sich auch eine Zeit lang mit befasst. In diesem Blogpost, den ich da bei uns reingeschmissen habe. Ich weiß nicht, ob der schon im Chat ist. Ja, ich habe den hier gezeigt, ja. Da verweisen die auch nochmal auf die Geschichte vom letzten Jahr, da taucht das auch drin auf. Flightradar ist eben so ein Hobbyisten-Netzwerk, die eben über so ein bestimmtes, bestimmte Antenne die Signale der Flugzeuge auffangen, ne? Die auf diese offiziellen Sendersignale, und damit kannst du die identifizieren. Und die führen das zusammen in einer großen Datenbank. Genau, und da gibt es, glaube ich, jetzt so seit neuestem auch wieder verstärkte Entwicklungen in diesem ganzen Bereich Software-Controlled oder Software-Defined Radio. Mhm. Also wo jetzt so mit Software, also du hast so ein, brauchst irgendein Gerät, was irgendwie Wellen empfängt im Bereich von X bis Y und du dann Software drauf wirfst, um die zu interpretieren. Und da gibt es wohl so mittlerweile Software, die halt so 20 Euro DVB-T-Sticks in quasi Antennen, Sende- und Empfangsgeschichten verwandelt. Ah, und da, glaube ich, wird es demnächst eine ganze Menge geben, so an, ja, einfach an Datensammlungen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel diese Flightradar-Geschichte, die basiert auch auf, ja, wir fangen halt Daten auf, die Flugzeuge absenden. Das ist auch nicht groß verschlüsselt, das ist auch nicht groß geheim, das ist auch nicht groß komplex. Man muss es halt nur machen. Aber von der Art wird es noch viel, viel mehr geben. Auf dem Chaos Communication Kongress war ja auch so ein Vortrag über, so nach dem Motto, Hillbilly-Tracking für Satelliten, die irgendwie auch ähnliche Signale ausstreuen, die du dann auffangen kannst. Also da gibt es wohl gerade so einen, auf der einen Seite ziemlichen Software-Sprung und auf der anderen Seite Hardware, die halt gut und sportbillig ist. Da bin ich mal sehr gespannt, was da demnächst noch so abfällt. Jetzt auch. Muss ich mal fragen, Hillbilly-Tracking, ist das auch so ein neuer Begriff wie Sonifizierung? Das weiß ich nicht. Das war das erste Mal, dass ich da von dem gehört habe oder gelesen habe. Aber Sonifizierung ist schön. Ja, also das kann man sicher, denke ich, sicher nur empfehlen, sich das mal genauer anzugucken. Und da wäre schön, wenn ihr den Kollegen mal hier in die Datenschau zerrt. Das machen wir. Genau. Vielleicht leite ich mal über. Also ich habe ja schon gesagt, ich fand ein anderes Ding wirklich ein gut gelungenes Ding. Das war von Zeit Online. Ja.
vor 1,5 Monaten, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die haben sich mal mit der Ärztedichte in 4 Großstädten in Deutschland befasst, nämlich Hamburg, Köln, Berlin und München. Und da siehst du, und die legen die Dichte von Ärzten, die kannst du dann auch noch filtern nach Augenärzten etc., ja, über die Kaufkraft in einer Stadt, also über die, ich bin jetzt hier bei Hamburg, ja, über die Kaufkraft der Stadtteile heißen die da, weiß ich gar nicht, Annalena, Stadtviertel, Stadtteile wahrscheinlich, ne? Bezirke gibt es und dann Stadtteile. Dunkel ist sozusagen Kaufkraft hoch, hell ist Kaufkraft niedrig. Genau, du kannst aber auch nochmal nach Einwohner filtern. Natürlich ist das der das Hafengebiet von Hamburg, dass da nicht viele Ärzte gibt, außer vielleicht Unfallärzte, überrascht jetzt nicht. Aber du siehst sicherlich, dass eben Altona und dann, also wo eher das Bürgertum wohnt, dass und also die einkommensstarken Leute, da gibt es viele Ärzte, ne? wo die Leute wohnen, wo nicht so viel Geld vorhanden ist, nicht so viel Einkommen, da sind auch nicht viele Ärzte. Überrascht jetzt nicht unbedingt. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist jetzt nicht so ein Ding überrascht, aber es ist trotzdem schön, das mal dokumentiert zu sehen. Genau, weil es ist sozusagen so ein gefühltes, was man so gefühlt erahnt, kriegst du hier. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie vollständig die Daten sind. Ich glaube, die haben so Landesärztekammern etc. gefragt. Also diese Adresslisten der Ärzte sind schon sehr komplett. Das heißt, die Datenlage ist wirklich verlässlich, würde ich mal sagen. Und mit sowas kannst du wirklich eben, wie gesagt, einfach mal einen gefühlten Sachverhalt darlegen und da kann man dann nicht mehr großartig drüber diskutieren. Ja? Das ist einfach, das sind die Fakten so. Da muss man dazu vielleicht eine Haltung oder so entwickeln. Die haben auch noch einen anderen Reiter, wenn ihr oben seht. Es gibt dieses Ärzte nach Stadtteilen, da gibt es noch Ärzte nach Kaufkraft. Ja. Genau, das habe ich jetzt mal hier gemacht. Ich nehme mal hier, was weiß ich, Frauenärzte, sehr im Zentrum, oben Uhlenhorst. Da drüber ist noch so ein Tab, so über den Städten. Siehst du das? Ärzte nach Stadtteil und dann Ärzte nach Kaufkraft. Da habe ich jetzt reingesucht. Ah, Ärzte nach Kaufkraft, das da, okay. Da gibt es nochmal so einen. Okay. Das verstehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Da muss ich mal überlegen. Gesamt. Das ist die Verteilung. Wie viele gibt es davon? Also die Y-Achse ist sozusagen die Anzahl. Ja. Also ich nehme mal hier eines, sagen wir mal, Augenärzte. Okay, je höher, desto mehr. Ah, okay. Und je brauner, desto kaufkräftiger die Gegend, oder wie? Ja, würde ich so interpretieren. Verteilung der Arztgruppen auf die Kaufkraft der Einwohner. Verteilung der Arztgruppen auf die Kaufkraft der Einwohner. Ah, okay. Augenärzte hast du in Gegenden mit wenig Kaufkraft so viel. Ja. Augenärzte hast du in Gegenden mit sehr viel Kaufkraft fast doppelt so viel. Mhm. Okay. Und die da rausfallen, sind tatsächlich die Radiologen und die Strahlentherapeuten? Also bei allen anderen ist es ja ungefähr so, dass die... Und Chirurgen. Verstehe ich Chirurgen das richtig? Auch. Chirurgen auch. Chirurgen sind in Gebieten mit wenig Kaufkraft extrem zahlreich vertreten. Fast so soll wie mit der meisten Kaufkraft. Ja, hier fehlt natürlich in einer gewissen Weise nochmal, dass irgendwie eine Form von Mittlung, also im Sinne von, es gibt sicherlich wesentlich weniger Nuklearmediziner als wegen mir Zahnärzte, ja. Also wenn es fehlt sozusagen eigentlich, aber ach, warte mal, es gibt ein Mouseover, da sieht man das dann vielleicht. Es gibt, es gibt ein Mouseover. Ich hätte das jetzt auch mal sehen können. Eine Legende erwartet vielleicht auf der Y-Achse. Ja. Also das finde ich jetzt so, da muss man sich so ein bisschen, das ist wieder so ein bisschen die Lernkurve relativ steil. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich aussagekräftig ist gerade. Also ob da wirklich was... Da muss man zu viel überlegen. Das finde ich, das merkt man bei den Flugrouten und auch bei der Ärzte nach Stadtteilen. Das erschließt sich sofort. Und ich finde, das ist auch die, muss tatsächlich die Funktion sein, auch von solchen Grafiken, wie so ein
wie so ein Foto, weißt du, wie so ein großes Aufmacherfoto, was, wenn es gut ist, dir sofort den Kern der Geschichte vermittelt. Ohne, dass du eine Überschrift lesen musst oder eine Bildunterzeile oder so. Du guckst das Foto an und checkst sofort die Dimension und den Inhalt dieser Geschichte. Und so muss das, finde ich, bei diesen Visualisierungen auch sein. Du musst drauf gucken und so nicht sofort alles verstehen, aber den Kern oder so den Esprit und die Message dieser Geschichte. So, das musst du sofort raffen. Also vielleicht hier zur Verteidigung kann man auch sagen, die haben ja oben diesen Tourstarten. Also du wirst auch die Hand genommen und durch die verschiedenen Dinger geleitet. Okay. Da wird im letzten Schritt auch diese Grafik am Ende erklärt. Ne? Also hier könnte man jetzt natürlich sagen, man hätte hier noch Städte miteinander vergleichen können oder so. Ne? Aber also so oder so, das finde ich wirklich ein cooles Ding und technisch auch gut gemacht. Ja, ich glaube, der Kai Biermann ist da jetzt. Ich würde sagen, das ist Datenjournalismus, wie man den machen sollte oder so. Ja, der Kai Biermann ist da jetzt, glaube ich, in verantwortungsvoller Position, was diesen Datenjournalismus angeht. Muss ich eigentlich kurze Zwischenfrage Licht anmachen? Nee, alles gut. Alles gut, gut. Ja. Die Zeit hat ja jetzt so ein Investigativteam auch gegründet. Ja. Da haben die so Leute aus dem Datenjournalismus-Team und so zusammengeführt jetzt. Ne? Also sagen, das ist, glaube ich, so als Querschnitt angelegt. Das heißt, es arbeitet eigentlich mit allen zusammen. Den Kai, den könnten wir eigentlich auch mal herzerren hier. Das fände ich eigentlich auch mal eine ganz gute Idee. Hier kam, Kai, super Idee, hier kam gerade noch im Chat der Vorschlag, mal auf Berlin rein zu zoomen. Anstatt bei Hamburg Ärzten? Bei Ärzte nach Kaufkraft, weil das Bild da anders aussieht. Ärzte nach Kaufkraft oder Ärzte nach, ich muss mal kurz warte gucken. Mal. Schaltet mal zum Vergleich auf Berlin, da ist die geringste Kaufkraft im Zentrum und nach außen hin wird das mehr. Also Berlin nach Kaufkraft, das mache ich jetzt mal hier. Ja, das ist in der Tat, oder Ärzte nach Kaufkraft oder Ärzte nach Stadtteilzentrum? Das versuche ich auch gerade zu verstehen. Also wenn es um Zentrum geht, dann muss man das ja irgendwie... Na, Ärzte nach Stadtteilen ist so. Ärzte nach Stadtteilen, ne, genau. Also ich nehme mal die Niedergelassenen. Da ist es so ein bisschen im Westen, im Südwesten mehr. Ja. Na, ich finde, da siehst du sehr schön, wie sich das entlang dieser großen Ausfallstraßen eigentlich auch rankt, ne? Schon bei Berlin Muster. Jetzt meinst du? Ja, ja. Achso, aber vor allem siehst du ja auch super den Südwesten, ne? Also Charlottenburg und Co. Ja, Wilmersdorf. Ja, schon. Ja, aber auch Prenzlauer Berg, ne? Mitte, Prenzlauer Berg. Ich finde tatsächlich nochmal eine zeitliche Dimension spannend. Ja, genau. So in 5 Jahre Schritten. Ja, ich glaube, das verändert sich gar nicht so groß, würde ich behaupten. Nee, ich glaube, das ist viel träger als jetzt vielleicht eine Bevölkerungsentwicklung. Mhm. Weil die werden ja auch vererbt, beziehungsweise verkauft Praxen, ne, mit ihrem Kundenstamm. Ja. Ich finde nur, hier sieht man eben sehr schön, wie gesagt, entlang der Straßen, also dass es so ein logistisches Ding auch ist, wo die sind. Mhm. Und das ist vielleicht eigentlich so im Süden, sieht man zum Stadtrand hin, dass es da vielleicht auch schon wieder Richtung Brandenburg eigentlich sich auch mitorientiert. Ne? Und aber eben, dass es eben mehr im Stadtzentrum ist, weil die Leute fahren halt von außen rein. Und je näher du, wenn du natürlich direkt in der Stadtmitte bist, bist du von überall gut zu erreichen. Also vielleicht spielst du auch eine Rolle dabei. Ne? Ja. So. Wie genau diese Politik da ist, was die Sitzverteilung angeht, das ist ja auch recht mafiös, glaube ich. Und tatsächlich, also falls die irgendwann mal Zeit dafür haben, die Verteilung sich auf dem Land nochmal anzuschauen, denn da passiert ja wirklich eklatant was, dass die Grundversorgung tatsächlich nicht mehr gewährleistet werden kann und dass die Charité in Berlin tatsächlich per Videokonferenz Sprechstunden veranstaltet für Leute auf dem Land. Ja, also es gibt auch Landkreise oder Länder, die finanzieren Medizinstudierenden das Studium, wenn die sich verpflichten, nach ihrem Studium 5 Jahre in dem Bundesland, ich sag mal Brandenburg oder Sachsen-Anhalt oder so, dann zu arbeiten. So, ne? Ja. Okay, aber das ist schön, denke ich, haben wir ausführlich gewürdigt. Next. 1-0. Nein! Für wen? Oh Gott! Für was? Für scheiß Chelsea? Ja, Fernando Torres auch noch. Ich halte es nicht aus. Ah, okay, alles klar. Okay. Ja. Also ich habe ein schönes Video, was ich euch zeigen will. Ja, wir haben leider keinen Ton, aber schieß mal rüber. Lenkt mich ab. Das Video ist nicht so wichtig.
Und zwar einfach eine gute Idee, muss man aber drauf kommen. Da hat jemand, wenn ihr Google Street View kennt, ihr alle, das hat eine sogenannte Depth Map, also das sozusagen eine Tiefeninformation drin enthalten. Also wie weit entfernt ist die Oberfläche eines Hauses von deinem Standpunkt aus? Moment, wie weit ist die Oberfläche eines Hauses entfernt von deinem Standpunkt, ja? Also die benutzen ja auch LIDAR, das ist so ein Radarsystem, um ja, praktisch das abzutasten. Und der benutzt, wer auch immer das gemacht hat jetzt, die Person hat eben die mal diese Daten ausgewertet und macht da sozusagen 3D-Modell dann einfach draus, ne? Und fliegt sozusagen, dann kannst du durch diese Straßenzüge fliegen. Also er macht sozusagen aus den Fotos ein 3D-Modell. Ja, aber macht das nicht die Maps, Google Maps auch schon? Inwiefern? Machen die nicht auch, haben die nicht auch so ein 3D-View? So? Spinne ich da jetzt? Ja, aber du kannst dich da nicht sozusagen nicht so, bei Google Earth kannst du das machen. Ja. Genau, aber hier finde ich interessant, dass es halt eben jemand, der nicht zu Google gehört, offenbar auch machen kann. Okay, und es hat dazu noch einen ziemlich Artifati-Appeal. Ja, das ist so eine sogenannte Point Clouds, also Punktwolken. Das sind sozusagen Dinger, die dieses LIDAR, dieses Radarsystem sozusagen aufnimmt. Das ist halt schon sehr jetzt eben, wenn man so will, Datenporno, aber ich glaube, du kannst damit spannende Sachen machen. Natürlich, du kannst daraus dann ja eben für welche Anwendung auch immer quasi 3D-Modelle einer Stadt auch schnell generieren, ne? Also sei es für ein Computerspiel oder was auch immer. Fand ich einfach erstmal spannend. In dem Zusammenhang kann man nochmal sagen, dass Street View ja jetzt ja eine Timelapse-Funktion hat, also eine Zeitleiste. Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen hat. Nee, zeig mal. Ich schaue das gerade nach. Also wenn du zum Beispiel nach New York gehst, ja. Muss ich das jetzt hier einhändig machen, ja? Ja. Also, was willst du? New York Maps. So hier. Genau, live suchen ist immer schön. So, was hast du gesagt? New York. So. Jetzt kannst du unten ja diesen gelben Pönöpel darauf werfen. Figuren. Wegen mir schmeiß ich mal nach Manhattan, ja, irgendwo hin. Ja. Nee, warte mal. Ich muss das ja hier irgendwie alles einhändig machen. Das ist immer so ein bisschen. Okay. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich schon die Orientierung verloren. Warte mal. So, jetzt bin ich da. Krass. Ne? Schön. Und bist du in Street View drin? Warte mal. Wie klickt man denn in Street View rein jetzt hier, in dieser neuen Ansicht? Na, du musst diesen Pinöbel gelben Bengel da hochziehen. Da müsste er eigentlich in die Ansicht wechseln. Nee. So, da schmeiße ich ihn hin. Jetzt hat er das. Okay. Ja. Jetzt siehst du oben links, ist jetzt so ein, steht neu oder new und dann ist so eine Uhrzeit da. Ja. Dran. Siehst du das? Oben links unter der Ortsbezeichnung. Ja, genau, ist so klein. Tipp da mal drauf. Auf die Uhrzeit, ja. Jetzt fährt so ein Fenster aus und da siehst du, da gibt es mehrere. Wie geil ist das denn? Funktionen dran. Ich sehe gar nichts und Ärger. Weil das hatte ich mir immer schon gewünscht, also für Berlin, ich meine, stell dir mal vor, hättest von Berlin in den letzten 25 Jahren Streetview-Fotos gehabt, jeden Tag oder jedes Jahr, neue. Was du da machen könntest, wie geil das wäre, irgendwie so eine Straßenansicht von Rosenthaler Straße oder so zu haben und einfach von links nach rechts und dann ist der Eimer da und ist er wieder weg und so, also. Aber schon nicht schlecht. Wie groß ist der Zeit 2007 bis 2011? Naja, immerhin. Das ist schon okay. So was habe ich mir immer gewünscht. Also es sieht wohl, dass in Deutschland gibt es keinen Street. Also die fahren prinzipiell, haben es aufgegeben.
Ich glaube, Sie haben... Gibt es so eine Website von Google, da kannst du gucken, wo fahren die Autos eigentlich von denen rum? Ja. Ich hatte neulich mal mit dem Sprecher gesprochen, mit dem Google-Sprecher in Deutschland, und der meinte, sie würden schon noch rumfahren, aber eben nichts mehr veröffentlichen, nichts mehr updaten. Wozu fährt man denn rum, wenn man nicht mehr updatet? Ja, die haben da immer ihre... So pro forma. Ja, keine Ahnung. Jetzt haben sie die Autos, jetzt haben sie die Fahrer. Die Wi-Fi-Netzwerke schnorcheln. Ja, genau. Da gibt's noch. Aber das ist eine ganz coole Funktion, genau. Aber ich nehme dazu noch ein zu dem Thema. Sehr schön. Sehr schön. Also ich habe noch zwei Sachen, dann können wir ja vielleicht auch mal Schluss machen für heute. Genau, dann machen wir noch kurz Republika und dann machen wir Schluss, ja, genau. Fantastisch. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal noch nicht. Wenn doch, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist darüber eine sehr schöne Idee, die IMDb, diese internationale Kinodatenbank, Kinofilmdatenbank. Ja. Da könnt ihr mal irgendeinen Film eingeben. Also was habe ich denn gestern gesehen? Zodiac habe ich gesehen. Ja, oder gibt mal eine Serie an, ist vielleicht noch spannender. Es geht um TV-Shows, ne? Also Sopranos oder sowas. Gib mal was ein. Großartig. Oder True Detective. True Detective ist so geil. Fantastisch. So. Okay, habe ich eingegeben und dann sehe ich was? Jetzt siehst du, deswegen wäre es cooler gewesen, wenn du sowas wie Sopranos oder so. Okay, dann mache ich Sopranos. Yes, ja. Also man sieht, wie die den Durchschnitt der einzelnen Folgen einer Staffel, ja, wie die geratet sind bei IMDb. Geratet von den Zuschauern, von den Usern. Genau. Und da siehst du dann jetzt natürlich auf den ersten Blick, dass die vierte Staffel offensichtlich nicht deutlich abgefallen ist gegenüber allen anderen. Ne? Und du siehst immer den Median, also sozusagen den durchschnittlichen, den Trend. Die Tendenz. Schick dir nochmal einen Link rein. Ja. Der ist eigentlich im... Der Graph TV? Ja. Okay, genau. Alles klar, habe ich. Dankeschön. Ja, das ist nicht schlecht. Also was ich da jetzt auch noch interessant finde, wäre das mit den Quoten und den Kosten zu vergleichen. Mhm. Könntest du natürlich jetzt machen. Ne? Also weil, das finde ich immer wieder erstaunlich, dass diese US-Serien, auch die hochgelobten, relativ niedrige Quoten haben. Also das für einen Markt wie den US-Markt, da gucken dann 2, 3, 4, manchmal 5 Millionen, aber im Schnitt eher weniger, habe ich so das Gefühl, zu. Und das ist so wenig pro Folge. Ja, hier, ich habe nochmal den Link zu Breaking Bad reingemacht. Das finde ich ein sehr spannendes Bild eigentlich. Oh ja, okay, genau. Sieht ganz anders aus. Also jede Staffel wird zum Ende immer besser geratet und... Und insgesamt auch besser, also die, wie sagt man? Ist eine steigende Tendenz. Steigende Tendenz, von Staffel zu Staffel und auch innerhalb der Staffel. Allerdings, die dritte Staffel ist, es schwankt enorm, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, der Spread ist doch ziemlich groß. Und du hast hier das klassische Problem bei solchen Visualisierungen, die Y-Achse geht nicht, hat keine, die Nulllinie ist nicht zu sehen, ne? Also wenn du das jetzt sozusagen darstellen würdest, wenn du die Nulllinie sehen würdest, hättest du nie so krasse Steigerungen. Ne? Also es liegt die Darstellung jetzt, dass sie so, sagen wir mal... 1-1! so deutlich aussieht, liegt nicht natürlich auch daran, dass eben die, dass hier nur ein Ausschnitt eigentlich ist. Okay. Ja? Weil du quasi die Werte 0 bis 8 nicht siehst. Okay. Dann würde sich das quasi anders ausschauen. Dann wäre diese Verzerrung oder Verteilung gar nicht so dramatisch, wie es jetzt vielleicht ist. Okay. Aber trotzdem schön. Also wie gesagt, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Input wünschen, so was Zuschauerquote und Kosten und so angeht. Aber das ist interessant. Finde ich gut. Was hast du noch? So, mein letztes Ding, was ich jetzt auf die Schnelle mal gefunden habe, ist das hier, ein Beitrag von einem Menschen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, da musst du auf Hi-Res klicken. Unter dem Bild gibt es so einen Link. Das ist die Verteilung der Straßen, des Straßennetzes. Ja? Also welche Orientierung haben die Straßen? So, und da hat jede Stadt offensichtlich einen ganz eigenen Fingerabdruck, wenn man so will. Ach so, also New York hat sozusagen ausschließlich von Nordwest nach Südost? Sehe ich das richtig? New York County sind wir. County, ne? Also Chicago. Das heißt Manhattan. Manhattan ist es vor allem. Ja, Manhattan ist das.
Lorenz, ja? Noch mal eine kurze Anmerkung, damit wir das letzte noch abschließen können mit dem Graph TV. Man kann die Y-Achse tatsächlich einstellen von 0 auf 10. Ah, okay. Hat das da gibt es eine Autoskalierung und eine, man kann das einstellen auf 0 bis 10. Ah, sehr schön. Ja, das macht es sehr gut. Kann man im Chat noch als Kommentar. Ja, richtig. Okay. Genau, da sieht man es. Ja, sehr schick. Sehr, Ja, stimmt, das kann man noch ändern. Gut, okay. Mhm. Zu diesen Straßen zurück. Und also da sieht man, New York macht insofern Sinn natürlich, weil es viel mehr Straßen von mehr oder minder Westen nach Osten gibt, als von Süden nach Norden. Ne? Also es gibt zwar die Broadways, also Blablabla Street. Ja, aber kilometermäßig macht das wahrscheinlich nicht viel aus. Ne? Genau, es sind vielleicht 20 oder so, aber es gibt halt von dann die ganze Halbinsel hoch wahrscheinlich 200 oder 150 Querstraßen oder ich weiß es jetzt nicht. So. Und das Interessante ist, weil das machte so die Runde, der Mensch, der das gemacht hat, der hatte dann auf Nachfrage auch noch nochmal internationale Städte gemacht, unter anderem, ich schicke den Link gerade, unter anderem auch Berlin und London, Paris und Madrid hat er mal gezeigt, wo man schon sieht, dass diese Städte, die sind halt organisch gewachsen, das heißt, die Verteilung ist schon deutlich gleichmäßiger, obwohl du vor allem Berlin und Madrid siehst und ganz klar Nord-Süd. Machst du nochmal den Link? Ich glaube, das war jetzt der alte. Okay, einen Augenblick. Das kann sein. Ja, das ist in die USA hier. Einen Augenblick. Also ich habe jetzt hier nur das PNG, ich weiß gerade nicht. Wer es interessiert, der kann in dem Blog, findet er die Beiträge. Ah, ja, hier sehe ich das. Jetzt haben wir es aber auch hier. Ja, genau. Also das ist sozusagen nochmal völlig anders charakterisiert als die amerikanischen Städte, ne? Meinst du das? Ja, genau. Ja, vor allen Dingen interessant fand ich bei den amerikanischen, dass sie tatsächlich nicht irgendwie nicht nur rechtwinklig zueinander verlaufen, sondern tatsächlich auch noch von Nord nach Süd verlaufen offensichtlich. Ja. Meistens, häufig. Na? Schön, schön. Ja, jetzt haben wir auch eine Stunde geredet. Genau, jetzt machen wir noch ganz kurz, einen kleinen Ausblick auf die Republika. Nächsten Dienstag, Annalena, was machst du da? Ich mache zwei Dinge, und zwar gleich zum Auftakt einen Workshop zum Thema Sketchnotes, wie man Live-Vorträge mitzeichnet, also alle, die Lust haben, mal ein bisschen kreativ zu werden und Inhalt auch mal visuell per Hand darzustellen, sind da herzlich willkommen. Und dann mache ich noch am gleichen Tag, am 6. mit dem Lorenz und der Silke Grunde von LZZ und Jan Schwoche von Golden Section Graphics eine halbe Stunde zum Thema, wie frei darf Datenvisualisierung sein. Was heißt das? Das habe ich gelesen und nicht so richtig mir sofort verstanden. Als Beispiel, wir haben ja vor ein paar Monaten die Bundestagsvisualisierung, Wahlvisualisierung gemacht und haben zum Beispiel Gehälter verglichen mit Erbsen. Also wie verhält sich das Gehalt eines DAX-Vorstandes im Vergleich zur Bundeskanzlerin, zu einem Hartz-IV-Einkommen? Und haben diese Erbsen abgezählt und in einem Radius angeordnet. Und haben sie aber gestapelt. Und als Radius funktioniert das dann natürlich in der klassischen Datenvisualisierung eigentlich nicht, obwohl die Anzahl der Erbsen natürlich korrekt war. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, ist sowas eigentlich erlaubt? Gibt es Regeln für eine richtige Datenvisualisierung? Gibt es vielleicht unterschiedliche Schulen? Was darf man, was darf man nicht? Und wer macht überhaupt welche Sachen? Reicht es sozusagen, Erbsen zu zählen? Oder reicht es, Erbsen zu zählen? Oder muss das tatsächlich akkurat mehr gestapelt? Mehr als Erbsenzähler. Richtig. XY-Achsen ist auch immer wieder so ein Thema, das wir auch haben. Und da reden wir mal ein bisschen über die Mechanik von Datenvisualisierung und die Formate, die es braucht, um das korrekt darzustellen. Die Frage an sich, was ist überhaupt korrekt? Ja, das wird auch ganz neue Anforderungen an die Kuchen- und Backchemie, glaube ich, stellen, um, sag mal, korrekte Kuchen zu backen, die dann auch nach einer Stunde im Backofen und Hefe im richtigen Verhältnis zueinander sich ausgedehnt haben. Genau. Aber gut, okay, das machst du, die beiden Sachen. Ich poste mal den Link, ich suche den gerade nochmal raus. Also es bezieht sich hier drauf, ich hatte das dann kritisiert unter anderem und wurde als Erbsenfehler bezeichnet. Ja,
Ja. Ich glaube, das konnten die beiden offenbar nicht auf sich sitzen lassen und deswegen muss ich dann gleich die Republika heranziehen dazu. Ach so, genau, hier hast du nochmal das Bild quasi geschickt. Und was ist daran jetzt zu bemängeln? Ne, mein Eindruck war, dass dieser Umfang des Erbsenkreises für diese Summe von dieses Gehalts wirkte mir zu klein. Ja? Also das ist sozusagen so ein klassisches, die einen würden es Fehler nennen und die anderen sagen Freiheit dazu. Bei Kreisvisualisierung dieses, für Menschen ist es ziemlich schwierig, den Inhalt von Kreisen sozusagen in Relation zu setzen. Also rechts unten in dem Bild ist quasi das Intendant das Gehalt des WDR-Intendanten und mit 30.602 Euro und links sind über 400.000. Das ist übrigens, das ist eine sechsstellige Summe. Das war, glaube ich, am Anfang da noch eine Verkehrszahl. Das war tatsächlich falsch, ja. Und das waren, also es ist sozusagen 150 Mal so viel. 15 Mal so viel. Das heißt, der Kreis muss ja auch sozusagen vom Kreisinhalt 15 Mal so viel groß sein. Genau. Das ist jetzt ist natürlich Korinthen oder Erbsen. Ja, aber das ist schon, das gehört schon zum Selbstverständnis von so einer Branche, die sich dann irgendwie auch ernst nimmt hier quasi ja auch Wirklichkeit, zumindest empfundene und gemessene Wirklichkeit widerspiegeln will. Dann finde ich, sollte das auch Thema sein. Sehr schön. Lorenz, was machst du? Ich finde. Genau, neben dem Ding da mit euch, ich mache was zu dem hippen Zeitgeist-Thema Roboterjournalismus. Also die Jungs, die quasi Zeitungsartikel maschinell A, die Fakten sammeln und B, dann auch von Robotern Sportnachrichten schreiben lassen. Genau, aber ich denke, das würde weit darüber hinausgehen in den nächsten Jahren. Okay. Gut, ja, ich bin ja auch da. Ich moderiere eine kleine Runde mit Sascha Pallenberg, Richard Gutjahr, ob sich Online-Journalismus noch finanzieren lässt. Jein, oder? Ja, genau. Das ist immer, damit haben wir das eigentlich schon erledigt. Deswegen, Gott sei Dank. Genau. Aber wir machen es trotzdem nochmal, auch wenn am Ende nur Jein rauskommt. Und genau, ich sitze da natürlich und erzähle wieder jeden, der nicht bei drei irgendwo auf dem Baum ist, vors Mikrofon und mache für DCDP-TV da Interviews. Wenn ihr da seid, also jetzt nicht nur Lorenz und Anna, Lena ihr sowieso, aber auch die, die ihr zuschaut und zuhört, kommt gerne mal vorbei. Wir hocken da so im Zentrum des Geschehens und sind ansprechbar und freuen uns über Hallo und ein bisschen Feedback. Genau. Toll. Das, glaube ich, kann man mal loswerden. Ja, fand ich eine kompakte Runde. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Alles gut. Achso, genau. Wir können vielleicht zum Abschluss sagen, hier Kollege Markus Bösch ist leider ja nicht da, weil er den ersten intergalaktischen News Games Hackathon der Welt organisiert hat, der genau Justemeng auch quasi parallel zur Republika stattfindet. Ah, stimmt. Ja, da war was. So, ich gucke hier gerade noch mal in den Chat. Wie kommt da noch was? Was heißt Zentrum? Ich meine, wenn ihr die Station kennt in Berlin, da gibt es halt dieses zentrale Gelände, wo immer dieses der Affenfelsen. Affenfelsen ist, wie das so heißt. Und ich kenne jetzt unseren Platz ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Mir wurde nur gesagt, dass das da so in diesem Bereich sein soll. So, also in dieser zentralen Halle, wir sitzen da jetzt nicht in irgendeinem Saal oder irgendeinem Zimmer oder so, sondern schon da. Ich denke mal, wenn man da einmal um den Affenfelsen rumläuft, dann sollte man schon über uns stolpern. Und ansonsten immer nach der Schwimmweste gucken. Ja. Hier eine Anmerkung noch, also den Link an Markus, den könnt ihr vielleicht noch verbreiten. Und das Letzte für jene Leute, die zumindest aus der Ferne verfolgen wollen. Ab morgen ist das Journalismus-Festival in Perugia in Italien am Start. Und dann gibt es auch diverse Sachen zu Datenjournalismus. Bist du da, Lorenz? Nee, leider nicht. Ich wäre gerne hingefahren, aber es hat leider nicht gepasst. Und allerletzte Information, das suche ich gerade noch raus, ist, es startet in den nächsten Tagen oder Wochen ein Massive Online Blablabla Kurs. Ein MOOC? Ein MOOC oder wie auch immer man das ausspricht. MOOC.
und zwar zu Datenjournalismus kostenfrei auch. Einen Augenblick. Ich suche. Steckst du dahinter? Nee, ich habe damit nichts zu tun. Okay. Leider ist der auch mal der Server down von denen. Ich zeige nochmal das Journalistenfestival hier in Perugia. Vielleicht probiert das ein anderes Mal aus. Genau, da kann man eben von diversen Größen in dieser Branche oder in dieser Szene, da mehrere bekannte Namen bei. Datajournalismcourse.net ist das, ne? Ist hier auch down. Der ist leider down, aber ich kann euch hier vielleicht mal den Hintergrundartikel schicken. Also, was ich ein bisschen schade finde, das sind, machen nur Typen, sind da leider als Trainer dabei. Übliche Probleme. Ja, genau. Also es gibt ja durchaus ein paar Frauen in der Branche. Aber ist zum Beispiel Simon Rogers dabei. Ah, vom Guardian. Ist der noch bei Twitter? Der ist noch bei Twitter. Achso, ich dachte, wir haben Guardian, ne? Der ist letztes Jahr zu Twitter gewechselt. Ah, okay. Genau. Also das kann ich nur jemandem, wer da mal so reinsteigen will, was lernen will, das sind bestimmt Leute, die dazu was Sinnvolles zu sagen haben. Okay. Super. Ich glaube, damit können wir den Deckel zumachen. So mal kurz von euch, wir haben das ja heute das erste Mal so ausschließlich per Skype gemacht. Wie hat sich das für dich angefühlt, Lorenz? Ich fand es ganz in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht jetzt, wenn du es dann als Video veröffentlicht. Ja. Wie war das für dich? Für mich war es okay. Also die Verbindung zu euch, ich meine, ihr braucht mal vernünftige Headsets und so. Aber so vom Handling ist es für mich fast einfacher. Also ich habe das jetzt so ein bisschen schnell zusammengestöpselt hier und so und es war ein bisschen hektisch. Aber es hat, glaube ich, so erstmal so ganz okay funktioniert. Das kann man noch ein bisschen optimieren. Aber vom Handling ist es fast ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt. Wie fand es der Chat? Ja, bei Lorenz hat es ein bisschen gehakelt. Genau, also klar, diese übliche Bandbreitenthematik und so, da kann man sicherlich noch ein bisschen was dran machen. Aber jetzt, weiß nicht, ob es die Leute gestört hat, dass halt Lorenz und Annalena nur per Skype zugeschaltet waren. Ich weiß nicht, ob die Atmosphäre da gelitten hat oder das Bild tatsächlich so nervt oder der Ton so nervt, dass es irgendwie schlecht ist. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, für mein Gefühl hat sich das besser angefühlt, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ja. Klang tatsächlich gut, auch von hier. So, und für mich ist es tatsächlich angenehm, nicht die Einzige zu sein, die nicht in Berlin ist. Ja, gut, das kommt noch dazu. Was wir noch finden müssen, ist ein Backkanal für euch. Also irgendwie sowas mit weniger Lag sozusagen, dass ihr seht, was ich zeige. Ja. Aber gut, das wird uns auch noch einfallen. Okay, das war's, Datenschau Nummer 11. Vielen Dank an Lena in Hamburg und Lorenz Matzert im Süden von Berlin. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zugucken, für die Beteiligung im Chat. Hat Spaß gemacht. Ich versuche das jetzt heute oder morgen dann reinzustellen und dann gibt's das als Podcast auf küchenstudio/datenschau oder datenschau.org. Wenn ihr noch Anregungen, Tipps, Visualisierungen habt, könnt ihr die schicken an philipp@küchenstudio. Oh, ja, genau, das war's eigentlich. Okay, dann würde ich sagen, macht mal Winke, Winke. Ich zeige euch nochmal ein Bild, dann könnt ihr winken. Siehst du, ich winke auch. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.